und vielleicht auch so etwas wie eine radikale Akzeptanz der Symptome zu entwickeln, in dem Sinne, naja, das Adrenalin baut sich wieder ab und dann verschwinden die Symptome. Deswegen habe ich ja auch die Freiheit, mich darauf zu konzentrieren, dass ich gerade Mozart singe, statt mich auf mein Herzrasen zu fokussieren. Herzlich willkommen bei What's Opera Doc, dem YouTube-Kanal für professionelle Sängerinnen und Sänger. Falls ihr euch fragt, warum hier heute nicht Elisabeth Kuhlmann sitzt, ich bin Katrin Wundsam und ich habe die große Ehre und Freude, zukünftig Elisabeth bei der Arbeit an diesem Kanal zu unterstützen. Mein erster Gast ist Frau Dr. Cooper. Sie ist eine Psychiaterin und Psychotherapeutin aus Köln, eine Spezialistin für Bühnenangst und leitet dort eine Lampenfieberambulanz. Wir werden eine zweiteilige Serie machen und im heutigen ersten Teil geht es um die persönliche Sicht von Lampenfieber, nämlich um zugrunde liegende schädliche Gedankenmuster, um Sucht, um Medikamente und um Abhilfe. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, dann freue ich mich sehr, wenn ihr sie mir auch anonym an die unten stehende E-Mail-Adresse bzw. in die Kommentare schreibt. Wir werden sie dann, beziehungsweise Frau Dr. Cooper, im zweiten Teil dieser Interviewreihe beantworten. Und jetzt freue ich mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Frau Dr. Cooper, und vielen Dank, dass Sie heute virtuell hier bei mir sind. Sie haben mir erzählt, dass Sie wahnsinnig viel zu tun haben diese Tage. Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ist mir eine große Freude. Vielen Dank. Mit welchen Problemen bzw. Anliegen kommen Sängerinnen und Musikerinnen, würden Sie sagen, am meisten zu Ihnen? Also jetzt nicht zwangsläufig während der Corona-Zeit, sondern grundsätzlich. Die meisten haben sich das vorher sehr, sehr lange überlegt und kommen oft mit ganz starken Schamgefühlen. Und meistens ist es so, dass die Patienten, bevor sie über ihre Symptome berichten, über eine ganz schlimme Verletzung erzählen. Und es lohnt sich immer genau hinzuhören, denn das Erste, was der Patient erzählt, ist meistens das, was in der Behandlung wegweisend und bestimmend ist. Meistens ist sowas passiert wie, dass da gerade ein Brief gekommen ist, dass die nächste Spielzeit der Patient nicht weiter beschäftigt wird, dass Arbeitslosigkeit droht. Da sind oft sehr existenzielle und auch verletzende, kränkende Erlebnisse, Erfahrungen, von denen die Patienten berichten. Und dann kommt in der nächsten Gesprächsrunde, das kommt relativ schnell, eine sehr, sehr detaillierte Beschreibung von erlebten Symptomen. Manchmal ist es auch so, dass jemand kommt, der im Rahmen einer Bühnensituation erste Erfahrungen macht mit Herzrasen, Schwitzen und Zittern und davon so irritiert ist, dass er das nicht einschätzen kann und Angst hat und wirklich um seine Zukunft bangt. Würden Sie auch sagen, dass die Leute dann, ich frage das deswegen, weil ich selber sehr betroffen bin von dem Thema Lampenfieber und ich suche oder habe es immer in meiner Kindheit gesucht. Wie kommen Sie dann auf dieses Thema zu sprechen? Ich versuche das immer auf mehreren Ebenen mit den Patienten zu besprechen. Ich lasse mir erstmal schildern, wie sich das Problem manifestiert. Ist da jetzt wirklich eine reine Angstsymptomatik mit Adrenalineffekten wie Herzrasen, Schwitzen, Zittern, Erröten, bis hin zu ganz, ganz furchtbaren Sammlungen von Symptomen, die wir dann Panikattacke nennen? Und dann suche ich ein bisschen weiter, ob es vielleicht Komorbiditäten gibt, so nennen wir das in der Psychiatrie, also Begleiterkrankungen. Kann der Patient schlafen? Hat er vielleicht auch eine tiefe Traurigkeit entwickelt? Ist da Beschämung? Ist da vielleicht auch in der Zwischenzeit, weil die Symptome schon lange da sind, eine Sucht dazugekommen, um Entspannung zu finden? Und dann forschen wir erstmal nach den akuten Ursachen. Was ist denn wirklich passiert? Was ist im Leben des Patienten los? Was ist im Privatleben los? Gibt es vielleicht am Ensemble oder mit Kollegen Stress? Und irgendwann, nach längerer Zeit, das passiert nicht von Anfang an, wenn der Patient Vertrauen gefasst hat und ein bisschen mehr zum Experten seiner Erkrankung geworden ist, also auch weiß, was der Körper tut und was mit ihm los ist, wenn er diese Attacken kriegt. Irgendwann reden wir, da haben Sie schon recht, über die Kindheit und über das, was wir in unserer
Arbeit-Beziehungserfahrung nennen. Und das Interessante ist, dass viele dieser Patienten, eigentlich fast alle, die Diagnosekriterien für eine soziale Phobie erfüllen. Und dafür muss gegeben sein, dass man eine soziale Situation hat. Das ist die Bühnensituation mit einer ganz starken Angst vor Bewertung, vor negativer Bewertung und natürlich auch vor negativem Feedback. Und dann sind wir ganz schnell in der Kindheit und bei den Erfahrungen, die man gemacht hat, in Bezug auf bewertet werden, in Bezug auf, wie reagiert mein Umfeld, wie reagiert eine Sozialisierungsinstanz, wenn ich irgendwas nicht ganz, ganz toll und ganz, ganz richtig mache. Und dann sind wir sehr, sehr tief in die Biografie des Patienten eingestiegen. Aber das passiert nicht, ganz sicher nicht in der ersten Therapiesitzung. Ja, ich verstehe. Das ist klar, das erfordert ein großes Vertrauen, ein gegenseitiges, ne? Dass man sich so öffnen kann und dann in diese Tiefe geht. Genau. Und in den Richtlinien von therapeutischer Arbeit wird auch immer sehr viel Raum und Zeit gelassen für die Entwicklung einer tragfähigen Beziehung. Die Arzt-Patienten-Beziehung ist ja ein ganz tiefes Vertrauensverhältnis und der Patient muss wissen, ich bin hier in einem ganz geschützten Raum, das, was ich erzähle, ist safe. Hier ist jemand sehr diskret, hier ist jemand sehr taktvoll und sehr einfühlsam und vor allem nicht wertend. Dieses wertende Element ist in der Behandlung von Lampenfieber ein ganz wesentliches. Und wenn da ein wertender, ironischer Psychiater sitzt, dann hat der Patient natürlich furchtbare Angst, sich zu blamieren und öffnet sich nicht. Das heißt, die Arbeit an der Beziehungsebene ist von Anfang an relevant. Ja, ja. Da sind wir auch schon eigentlich bei meiner nächsten Frage, nämlich die Gedankenmuster. Wenn man jetzt in diese Panikspirale kommt, die ich sehr gut kenne, dann kommt ja, oh Gott, das wird sowieso nichts, es wird nichts, die vielleicht lachen, sie dich aus, vielleicht, also es kommt so eine Abwärtsspirale, ja, an Gedanken. Und was würden Sie sagen, welche Gedankenmuster liegen grundsätzlich darunter, sage ich mal? Und vielleicht auch, wie kann man sie erkennen und womöglich sogar beseitigen oder ändern? Ne? Also in den ersten Sitzungen verbringe ich ganz viel Zeit mit den Patienten, Rekonstruktionen zu machen. Was ist denn passiert? Was ist denn da auf der Bühne gewesen? Mit wem haben sie da zu tun gehabt? Wie haben sie sich da gefühlt? Was hat vielleicht die Begegnung mit einem Regisseur oder einem Dirigenten oder einem Kollegen möglicherweise getriggert? Musste ich vielleicht aus höchster Höhe singen? Hatte ich vielleicht eine begleitende Höhenangst, dass ich dann aufgeregt geworden bin? Und dann konstruieren wir die Situation, indem wir sie in die Einzelteile zerlegen. Was habe ich gefühlt? Was habe ich gedacht? Und welche Grundüberzeugungen, welche tiefen Überzeugungen sind bei mir durch die Situation aktiviert worden? Und das sind dann meistens so Gedanken wie, oh, jetzt werden aber alle merken, dass ich doch nicht so gut bin. Und oh, der Intendant sitzt in der Probe, der wird jetzt denken, oh, was habe ich mir denn da ins Ensemble geholt? Die ist ja gar nicht so toll, wie alle sagen. Also es geht ganz oft um die Angst, überführt zu werden, ein Hochstapler zu sein, nicht so talentiert zu sein. Und dann kommt eine ganz relevante Verwechslung. Viele Patienten denken, dadurch, dass sie so vegetative Symptome haben, dass sie dadurch an Kompetenz und Souveränität verlieren. Wobei die Angstsymptome, mit denen die Patienten kommen, ja eigentlich überhaupt nichts mit den Fähigkeiten und mit der Ausbildung, mit der Technik und mit der Talentierung oder Befähigung, als Sänger zu arbeiten, zu tun haben, sondern das sind ganz einfache, banale biochemische Prozesse, die wir haben, um uns vor Gefahr zu retten. Die Gefahr in diesem Moment, in dem ich die Panik bekomme, ist, oh Gott, ich werde bewertet und danach werden alle gegen mich sein, sie werden über mich lachen, ich werde überführt als jemand, der nichts kann und ich werde gar nicht mehr erwünscht sein und die anderen werden vielleicht sogar die Beziehung zu mir abbrechen. Also sind wir schon wieder beim Beziehungsthema. Wie reagieren andere auf mich und was habe ich für Strategien, um dagegen anzugehen? Und die Strategie aller Künstler, vor allem aber der Sänger, scheint tatsächlich immer die Perfektion zu sein. Und das macht natürlich furchtbar traurig, wenn man dann irgendwann eintaucht in die früheren, frühkindlichen Beziehungserfahrungen. Das Kind hat gelernt, ich werde nur gewertschätzt und ich bin nur in Ordnung und ich bin nur liebenswert und ich bin nur richtig, richtig daseinsberechtigt, ein bisschen salopp gesagt, wenn ich alles ganz 100% gut mache. Und die Ressource der Künstler ist eben,
diese Perfektion, die tolle Vorbereitung, gut auszusehen, gut zu singen, alles zu machen, sozial erwünscht, sich zu verhalten, so wie Regisseur, Dirigent und Intendant das vielleicht wollen. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo man sich doch entfernt von der Person, die man eigentlich ist, weil man in so eine Spirale, wie Sie sagen, des sozial erwünschten Verhaltens gerät. Und je mehr ich mich von mir entferne, desto angespannter bin ich. Und Anspannung ist natürlich die Grundvoraussetzung für das Erleben von schrecklicher, schrecklicher Angst. Es ist ganz interessant, was Sie sagen. Nämlich, dass die Angst oder diesen biochemischen Vorgänge, wie Sie sagen, tatsächlich ja nichts mit dem Können bzw. der Ausbildung und den Fähigkeiten de facto zu tun haben. Ne? Nur dieses Gefühl wird so das allumfassend, dass man hundertprozentig glaubt, das ist jetzt die Wahrheit. Ne? Ich kann es nicht, Punkt, Ende. Ja? Und trotzdem muss ich da jetzt raus. Und das kann sich zumindest lebensbedrohlich anfühlen, sage ich jetzt mal. Und das Thema dieses Interviews ist ja auch die Sucht und die Medikamente. Und diese Lebensbedrohlichkeit, zumindest die gefühlte, wie oft würden Sie sagen, führt es dazu, dass Menschen, Künstler, Sänger in eine Sucht beziehungsweise in eine Medikamentensucht geraten? Was würden Sie meinen? Also ganz grundsätzlich sind wir Psychiater immer sehr daran interessiert zu wissen, hat der Mensch, der sich vorstellt mit seiner schweren Panikstörung, eine begleitende Suchterkrankung. Und wir wissen, dass Menschen mit Angsterkrankungen sehr häufig diese Suchterkrankung entwickeln im Sinne einer Selbstmedikation. Wissen Sie, wenn ich ganz angespannt bin und auf der Bühne in die Panik schlitter, dann muss ich ja irgendwie sehen, dass ich die Symptome lindere, denn das Furchtbare, was ja den Kontrollverlust ausmacht, ist ja, dass ich meine Aufmerksamkeit ins Symptom richte und an nichts anderes mehr denken kann. Und diese Selbstmedikation, die findet statt auf der Ebene des Alkoholkonsums, auch das Kiffen ist ein Thema, ne? Cannabiskonsum. Und es gibt immer wieder Patienten, die Benzodiazepine nehmen, also Sedativa, Beruhigungsmittel. Und man sagt, dass ungefähr die Hälfte oder mehr alle Angstpatienten das irgendwann tun. Jetzt habe ich damals in Bonn, als ich diese spezialisierte Ambulanz als Oberärztin gegründet habe, auch ein bisschen Forschung betrieben und habe Patienten mit Fragebogen befragt, wie ist das eigentlich bei Ihnen? Haben Sie eine komorbide Abhängigkeitserkrankung? Konsumieren Sie Alkohol? Konsumieren Sie Drogen? Konsumieren Sie vielleicht auch manchmal Schlafmittel, um Ihre Symptome zu beeinflussen? Und da war ich ein bisschen verblüfft und bin bis heute nicht sicher, ob das sozial erwünschte Antworten waren. Es waren erstaunlich wenig. Es waren weniger als 5%, die gesagt haben, ja, ich bin auch zwischendurch abhängig gewesen oder habe Substanzen konsumiert, um meine Anspannung zu lösen. Und das ist ein relevantes Finding, was ich noch nicht publiziert habe, weil das die Künstler doch offenbar sehr von Angstpatienten in der Normalbevölkerung unterscheidet. Und auch hier ist bei den Sängern oft die Maxime, ich muss mich konzentrieren, ich muss präsent sein, ich darf nicht wischiwaschi sein. Deswegen leide ich lieber, also so ein Durchhalten um jeden Preis, statt mir diese Linderung in Form dieser Selbstmedikation mit Alkohol oder Tabletten oder Drogenkonsum zu verschaffen. Es sind erstaunlich wenig. Und ich kann es jetzt anhand der Zahlen, die ich ermittelt habe, beziffern, es ist unter 5%. Ich habe ungefähr 400 Patienten befragt in den letzten 10 Jahren. Das ist ganz interessant. Aber naja, wenn ich so zurückdenke an meine Begebenheiten, also es hat in meiner ganzen Karriere nie jemand neben mir ausgesprochen, ich nehme Beta-Blocker. Die nimmt keiner. Ja. Ich habe sie genommen. Ne? Ich hab meine Erfahrungen damit gemacht und ich dachte eben, okay, ich bin offensichtlich die Einzige damit, ja, das ist die das macht. Das ist recht häufig. Die Beta-Blocker sind ja keine Medikamente, die abhängig machen per se. Das sind Medikamente, die eigentlich einen Blutdruck senken sollen und die haben den netten Effekt, dass man dann nicht zittert und dass man seine Herzfrequenz nicht so spürt, wenn sie ansteigt. Sie steigt dann auch nicht so massiv an.
Die Beta-Blocker werden ganz gerne von Streichern, also Leuten, die Streichinstrumente spielen, genommen, weil das Bogenzittern des Bogenarms so quälend und lähmend ist, auch wenn das die umstehenden Kollegen nicht unbedingt immer merken. Aber für den Patienten selber ist es immer sehr angenehm, wenn er merkt, ich habe Symptomkontrolle, denn wenn ich Kontrolle über meinen Körper habe, habe ich auch Kontrolle über die Situation. Natürlich ist es mir immer wichtig, dass meine Patienten lernen, ich bin auch kompetent, meine Aufmerksamkeit zu lenken, ohne auf Medikamente angewiesen zu sein. Aber für viele ist es lange, lange ein legitimes Hilfsmittel, um den Arbeitsvorgang zu überstehen. Und man sollte es nicht verteufeln. Wobei es den meisten Patienten sehr gut tut, wenn sie merken, hey, ich schaffe es auch ohne. Das ist oft etwas, was den Selbstwert sehr verbessert, wenn man merkt, ich kann das durch andere Techniken erlernen, das Ganze zu bewältigen und auszuhalten. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, bitte verschreiben Sie mir etwas, ich kann sonst nicht mehr auf die Bühne gehen, würden Sie per se etwas verschreiben? Wenn ja, was oder was würden Sie raten? Was wäre Ihre, wenn ich zu Ihnen komme und sage, Frau Dr. Cooper, ich bin so nervös, ich kann meinen Job nicht mehr weitermachen, bitte verschreiben Sie mir irgendwas. Was machen Sie mit so jemandem? Ich würde dann erstmal den Patienten fragen, was wollen Sie erreichen? Was ist das, was gelindert werden muss? Müssen wir jetzt Symptome wie Herzrasen lindern oder wollen Sie wieder schlafen können? Wollen Sie ruhiger in die Probe gehen? Wollen Sie vielleicht, dass depressive Symptome weggehen? Dann unterscheiden wir sehr zwischen Angstsymptomen und depressiven Symptomen. Und eigentlich würde man ganz klar leitlinienbasiert vorgehen und dem Patienten was verordnen, was auf keinen Fall abhängig macht. Und das wären dann antidepressive Medikamente, wie zum Beispiel die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, Escitalopram, Paroxetin. Das sind Medikamente, die zugelassen sind für Angststörungen und Depressionen. Und die helfen den Patienten auch in relativ kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Wochen, sich viel, viel besser zu fühlen. Wobei ich eigentlich am Anfang den Patienten immer die Frage stelle, wollen Sie das erstmal mit psychotherapeutischen Methoden probieren oder wollen Sie begleitende Medikation? Und erstaunlicherweise wollen die meisten immer erstmal ohne Medikation probieren. Das kommt gar nicht so oft vor, dass jemand kommt und sagt, bitte verschreiben Sie mir was. Okay. Habe ich vielleicht so 10-mal erlebt bei 1500, 1600 Patienten in meiner Praxis. Viele wollen es doch erstmal aus eigener Kraft schaffen, wobei ich es eigentlich richtig finde, die Hilfestellung anzunehmen. Ich finde es sehr richtig, schnelle Hilfe zu wollen, damit man auch mit psychotherapeutischen Mitteln dann lernen kann, weiter Kontrolle zu bekommen. Aber als lindernden Effekt mit einer Medikation zu beginnen, finde ich sehr legitim und ich biete es auch noch an. Okay, das ist ganz interessant. Das ist ein ganz, ganz interessanter Zugang. Ich habe halt für mich, als ich sage jetzt mal, mich eine Zeit lang in Extremsituationen selbst medikamentiert habe mit Beta-Blockern, ich hatte dann hinterher immer das Gefühl, das Adrenalin kann jetzt oben nicht raus, es sucht sich einen anderen Weg. Genau. Es ist irgendwie, ich hatte dann alle anderen Zustände, ja. Es ist in dem Moment konnte ich gut umgehen damit. Das hat geholfen auf gut Deutsch. Aber hinterher hatte ich das Gefühl, irgendwie das Adrenalin ist da, ja. Das kommt dann irgendwo anders raus. Können Sie das bestätigen? Ja, das ist so. Also erstmal erlebt man es im Augenblick des akuten Geschehens auf der Bühne als angenehm, dass man sich nicht um die Symptome kümmern muss. Ne, diese Wucht der Symptome, die entstehen, wenn das Adrenalin kommt, die zwingt einen schier, die Aufmerksamkeit zu lenken. Ne, man ist dann gar nicht mehr in der Lage, an die Arie zu denken. Man dachte, man ist in dieser Symptomwucht. Und das Deckeln der Symptome, das ist nicht unproblematisch. Deswegen versuche ich immer mit Patienten auch ganz schnell Module zu finden, um die Anspannung abzubauen und vielleicht auch so etwas wie eine radikale Akzeptanz der Symptome zu entwickeln. In dem Sinne, naja, das Adrenalin baut sich wieder ab und dann verschwinden die Symptome. Deswegen habe ich ja auch die Freiheit, mich darauf zu konzentrieren, dass ich gerade Mozart singe, statt mich auf meinen Herzrasen zu fokussieren.
Und wenn ich einmal akzeptiert habe, das darf kommen, das Adrenalin, und ich habe ja die Wahl, ob ich das beachte oder nicht, ich habe ja die Wahl, das übe ich mit Patienten, so ganz strategische Aufmerksamkeitslenkungsübungen, dann entsteht plötzlich ein Kompetenzgefühl und plötzlich entsteht auch das Gefühl, naja, okay, dann teste ich mal, wie das ohne den Beta-Blocker ist, ob ich das dann hinkriege. Und es ist so ein bisschen eine Frage der Übung. Es wird dann mehr und mehr zu einem Fingerspiel also zu einem Kinderspiel. Und viele Patienten sagen, dass sie sich nach dem Einnehmen von Beta-Blockern doch auch schlecht fühlen, weil sie unheimlich angespannt sind. Die haben zwar das Herzrasen nicht erlebt, aber die Anspannung ist so schlimm, dass sie danach nicht schlafen. Und oft ist es auch so, dass dann somatische Nebenwirkungen oder körperliche Effekte zum Vorschein kommen, ne? Dass dann Magenschmerzen entstehen oder vielleicht sogar Hauterscheinungen. Sie haben ja selber mal sehr gut beschrieben, wie es zum kreisrunden Haarausfall gekommen ist. Das ist ja auch ein typisches Stresserkrankungsbild. Insofern lohnt es sich zu sagen, es ist gar nicht schlimm, dass ich angespannt bin. Es ist gar nicht schlimm, dass ich Adrenalin habe. Das ist in Ordnung. Ich akzeptiere das und versuche das eben nicht zu deckeln und als Teil von mir hinzunehmen, weil jeder Mensch das hat. Spannend. Und da sind wir auch schon eben eigentlich bei meiner letzten Frage für ein paar Tipps. Oder Sie machen Konfrontationsübungen in Ihrer Praxis. Das fand ich ganz spannend. Aber vielleicht haben Sie einfach noch abschließend Tipps, wie man damit umgehen kann. Sie sind im Prinzip eh schon mittendrin. Das finde ich sehr, sehr interessant. Also der erste Tipp ist immer, ich bin Chef im Kopf. Ich bestimme, wo meine Aufmerksamkeit hingeht. Das Adrenalin wird kommen. Ich akzeptiere das. Und wenn das kommt, habe ich ja trotzdem die Freiheit, meine Gedanken zu lenken, unabhängig von dem Adrenalin, in das, was ich gerade tun möchte. Also dieser Gedanke der Unabhängigkeit. Ich bin gar nicht so ausgeliefert von dem Adrenalin. Kann mir gar nichts Schlimmes passieren. Es ist auch nicht tödlich und nicht schädlich und ich bin auch nicht krank. Ich lasse das laufen und kümmere mich drum. Ich kümmere mich um das, was ich gerade tun muss. Und genau das üben wir auch in unseren Gruppen in der Praxis. Wir haben Gruppen mit Musikern aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland. Und die Patienten treffen sich, sprechen über ihre Ängste und singen oder spielen dann Stücke vor, bei denen sie Angst haben. Sie lernen dann, dass Adrenalin auszuhalten. Sie lernen, sie machen die Erfahrung, dass die Symptome weggehen. Die kriegen von den Patienten, die auch da sitzen, die Rückmeldung, du hast das toll gemacht, du wirkst sehr souverän, man merkt dir die Symptome nicht an. Diese ganzen Erfahrungen machen einen Zuwachs an Vertrauen. Und wenn ich dieses Vertrauen habe, und eine Konfrontationsübung ist nichts anderes als eine vertrauensbildende Maßnahme, wenn ich das oft genug mache, dann lernt meine Angstzentrale im Gehirn, die sitzt im Schläfenlappen rechts und links über dem Ohr, die lernt dann, ach hey, das hat die doch in der Gruppe gemacht und die singt so oft vor und selbst wenn die Adrenalin hat, der passiert ja nichts und die kriegt trotzdem gute Rückmeldungen. Und diese Unabhängigkeit, die Patienten dann entwickeln, führt dazu, dass es einen Zuwachs von Souveränität auf der Bühne gibt. Aber fürs Akute auf jeden Fall immer die Empfehlung zu sagen, ich akzeptiere das, dass ich aufgeregt bin, ich genieße das, was ich jetzt tue, ich bewerte das nicht feindselig und ich bin Chef im Kopf und lenke damit meine Aufmerksamkeit. Das ist alles. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Cooper. Ja. Dass Sie sich wirklich die Zeit genommen haben, uns diesen Einblick zu geben, nämlich auch wirklich mal aus ärztlicher Sicht, das finde ich sehr spannend. Und ich freue mich wahnsinnig auf unser zweites Gespräch. Da werden wir dann über, ich sage mal, die Bühnenangst beziehungsweise das Lampenfieber aus Arbeitgebersicht sprechen, beziehungsweise ich möchte das Wort Schuld nicht in den Mund nehmen, jetzt habe ich es gemacht, aber einfach, was ist vielleicht dem Business zuzuschreiben oder was könnten Arbeitgeber, Veranstalter, Opernhäuser anders machen oder wie könnten sie helfen, um das Lampenfieber etwas zu lindern? Aber das gibt es beim nächsten Mal mit Frau Dr. Cooper und für heute sage ich Tschüss und ich wünsche Ihnen, Frau Dr. Cooper, und euch allen draußen, die da zuhören, einen wunderschönen Tag. Danke fürs Dabeisein. Tschüss. Wünsche ich Ihnen auch, Frau Wunsam. Dankeschön für das Gespräch. Dankeschön. Wir freuen uns über eure Kommentare, über eure Fragen, über Daumen hoch. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr versäumt.
Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.